Tada, da sind wir doch wieder. Wieso zeigst du nicht den Toner? Stefan, ja, warum? Weil ich gesagt habe, dass ich zwischen 22 und 0 Uhr Gran Turismo zeige. Und danach zeige ich wieder Daytona. So hatte ich das gesagt. Hatte ich auch mehrere Male angekündigt. Ja. Also, wir gehen nochmal hier drauf. Wir haben den Kaliber auf der 1 mit 4,5 Zehntel Vorsprung. Dann Adina, nur eine halbe Sekunde, ein halbes Zehntel dahinter. Genauso Tobi ein halbes Zehntel. Oh, da hat sich Excel noch auf die 2 geschoben. Nee, ah, jetzt müssen wir kurz warten. 52,0 von May, habe ich vergessen. Entschuldigung. Ja, ein Gesicht, das tut mir leid. genau. Adina, halbes Zehntel. Tobi, halbes Zehntel. Pixie, 4 Zehntel. Dann Cesh, Kesk, fast zeitgleich. Genauso wie Milo. Genauso wie Killer Vito. Genauso wie Noah. Genauso wie Himbeere. Und dann kommt erst Norbli auf der 12 mit einer halben Sekunde. Moment One, 2 Zehntel dahinter und FRT Le Mans fast zeitgleich. Alter Schwede, ist das eng. Guckt euch das mal an hier. Wahnsinn, wie eng das ist. Also, mein lieber Scholli, das kann ja gleich was geben. Ich bin gespannt. Das wird ein krasses Rennen. Es ist ultra eng in der im Mittelfeld, also von Platz 2 eigentlich bis Platz 12 ist es sehr, sehr eng. Die Stefan ist doch gar kein Problem. Ich hatte es nur vorhin halt öfters schon angekündigt. Und ja, kann ja nicht jeder mitbekommen. Banana. Banana. Ja, also, Facecam geht wieder. Ja, so ist die Technik, ne? Tut mir leid für euch, dass ihr mich jetzt sehen müsst, aber ist mir irgendwie angenehmer so. Also, dann haben wir auch der 2 Excellent. Und jetzt geht's los. Excellent Mayhem 0,04 Sekunden. Mayhem Adina 0,013 Sekunden. Lecko mir, Alter. Adina zu Tobi 0,063 Sekunden. Dann ist das krass, ne? Dann kommt Tobi. Der hat jetzt mal Luft. Also die ersten Platz 2 bis 5 ist sehr, sehr eng, so in anderthalb Zehnteln. Dann kommt der Pixie mit 4 Zehntel dahinter auf der 6, aber dann wieder. Kesk 0,038 Sekunden. Milo 0,084 Sekunden, also unglaublich eng. Killer Vito auch nur 0,054 Sekunden dahinter. Ja, auch der Noah, also pro RSF 0,07 Sekunden dahinter. Himera 0,050 Sekunden. Alter Schwede, das wird gleich spannend. Und dann, ja, gut eine halbe Sekunde. Aber ist das krass eng? Das kann ja was geben. Das kann was geben. Ich bin schwer gespannt. Wir drücken natürlich allen Fahrern die Daumen. Doch, Knutzen, das ist aber nett. Das ist aber nett. Ja. Hätten wir sonst noch was ein? Wie ist Tono so für euch? Also für mich ist echt laut hier OBS heute. Weißt du, dass wir kommen, weil ich da bei iRacing rumgestreamt habe? Ich wese nickt. Also NLR auf Platz 1 und 3. Also ich tippe auch mal, dass die 3, Adina auch. Na, also die ersten 5, die werden es eigentlich richtig krachen lassen. Ich habe gesehen, der Z4 startet eigentlich ganz gut. Es könnte sein, dass Adina da am Start ordentlich Meter macht. Der Porsche von Pizzi startet auch nicht schlecht. Wie der R8 startet, keine Ahnung. FRT Tango Ghost. Herzlich willkommen, mein Lieber. Moin, DK. Hallo. Maxi, hallo, mein Lieber. So, oh, Finale geht los. Abfahrt. Auf geht's. Ja, Bombenstarter. Ich weiß es nicht, Küstennebel. Ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung.
Also, allen Fahrern hier viel, viel Erfolg. Hoffen wir mal, das klappt alles. MP Design, moin. Maxi, ach Maxi, mein Schatz. Dankeschön für 30 Biddies. Boah, ich bin so maximal aufgeregt, ne? Erstes Mal Pro 1 hier. Und wir bleiben mal vorne drauf, was hier abgeht. Mario, willkommen. Alle kommen weg. So ist es. Und wir bleiben mal vorne drauf. Boah, schon wild am Ausfächern alle. Jungs, lasst euch Luft hier. Alter Schwede, geht das hier schon ab, wa? Jungs, was ist hier los? Wir sehen, dass Himbeere einen Platz gewonnen hat, vielleicht auch zwei. Vorne kommen sie alle gut durch. Ja, und die nach vorne mit dem Mega-Start von 4 auf 2. Haben uns gerade noch so gedacht, dass der hier einen guten Start haben könnte. Warte mal, ich habe schon wieder hier, ich bin schon wieder ein bisschen lost. Wer ist denn von. Was ist denn mit Kalina passiert am Start? Hat er ein bisschen Position verloren? Pixie nur auf 6. Ja, von 6 gestartet auf 6 geblieben, der gute Pixie. Darwin Wild. Da kommt die ganze Meute. Excellent, Adina, dann Kaliber, Mayhem, Tobi, Pixie, Cesk und Milo. Und jetzt geht's ja auch gleich ab. Aber erstmal auf die Gegengerade. Mein Gott, ist hier was los? Kommt direkt der Angriff von Kaliber gegen Adina. Boah, auf der Bremse vielleicht? Excellent, hau ab, sagt er. Ich glaube, der Excellent hat das alles andere als einfach hier. Guckt euch das mal an, wie eng das hier ist. Boah, alter Schwede. Wir gucken mal vorne. Arme, jetzt aber ein bisschen Luft. Ja, letzte Zeit, eine erste Runde, eine 51,9. So, wir schwingen noch mal so ein bisschen durchs Feld hier. Was macht Platz 7? Pixie wurde von Cesk überholt. Der Achter vorbeigegangen. Direkt dahinter drückt jetzt Milo. Da ist richtig Feuer drin. Wir müssen uns das mal angucken hier. Milo, Himbeere, Killer Vito. Und direkt dahinter dann der ProRSF, FRT, Lehmann. Also alle ganz, ganz dicht zusammen. Ja, ist echt heftig, was hier abgeht. Guckt euch mal an, wie eng das einfach ist. Guckt euch das mal an, wie viele Autos hier im Bild sind. Das haben wir ganz, ganz selten bei GT Sport. Alter Schwede. Jo, jetzt kommt auch Le Mans dran und Norby auch dran. Nur Boom and One fehlt ein bisschen, oder? Ja, irgendwie habe ich Boom and One verloren. Ah, der kommt da ganz hinten erst. Wir gehen mal kurz auf die 14. Darwin. Ah, ein bisschen weit weg. So, und hier. Jetzt auf die Gegengerade. Guck mal, was vorne passiert. Ah, da sieht so weit ganz entspannt aus, oder? Ja, bis Tobi ist noch alles ganz eng zusammen. Und dann kommt eine kleine Lücke hier. Pixie muss sich gegen Milo wehren. 2 Zehntel gab es schon nur. Oh, da saugt er sich ran. Ist dran auf dem Zehntel. Vielleicht beim Anbremsen der Angriff von Milo. Oh, Alter, da macht Pixie die Tür zu. Direkt dahinter Himbeere, der oh, zu spät auf der Bremse ist. Und fast hier den Milo abschießt. Gucken wir ganz kurz auf der Wiederholung. In der Wiederholung. Da sehen wir, Himbeere kommt angeschossen. Und ganz spät auf der Bremse. Und will da nicht den Milo abschießen. Und deswegen hüpft er hier mal kurz in die Wiese. Huh, alter Schwede, war das eng. Aber alle hier ohne Schaden. War ein One an der Box. Das habe ich nicht gesehen. Was ich aber sehe, dass hier alle ohne Schaden rauslösen aus der Situation. Zum Glück. Ja, und der BMW ist dran, auch wenn er hier 6 Zehntel Strafe hat. Alter, da war schon die erste enge Situation zwischen Himbeere und dem Peugeot von LMRT. Was macht die Spitze vorne? Excellent, 7 Zehntel weg. Kaliber ist dran an Adina.
Manni, moin, moin, mein Lieber. Boah, und da setzt er sich daneben. Kaliber geht an Adina vorbei in Herpin. Super sauberes Manöver. Gamer, danke dir für den Follow und herzlich willkommen hier bei der NSL am Samstagabend. Boah, ich hab eiskalte Hände. Was hier los ist? Manni, alter Bremsklotz. Da sind die beiden, das Liebespärchen wieder. Also, Adina kann vielleicht nochmal kontern, ist dran. Also, die ersten fünf können sich noch ein bisschen absetzen vom Rest der Mannschaft. Adina saugt sich wieder ran, hat aber auch Mail im Nacken. Elbumso, jo. Und FRT, Tango, Gusto, Anzeige ist raus, so ist es. Was macht ihr Platz 6 und 7? Cech kann sich absetzen von Pixie. Pixie kann sich ein bisschen absetzen von Milo. Milo mit der Strafe. Himbeere dahinter, ohne Strafe unterwegs. Dann kommt der Killer Vito. Also hier hinten ist ein bisschen Luft. Da sehen wir noch auf 12, 13. Normpi mit der Strafe baut er jetzt hier sehr clever ab. Hat er gut gemacht. Oh Mann. So, Boom and One. Gucken wir nochmal auf der 14. Ah, der war in der Box schon, ja. Vielleicht fährt er auch eine komplett andere Strategie. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. An der Spitze. Excellent. Kommt nicht weg. Klar, jetzt ist Kaliber hinten dran. Der Rowe Benz in Führung. Hat direkt am Start sich den Kaliber geschnappt und dann die Führung übernommen. Zwischenzeitlich Adina noch dazwischen gewesen. Jetzt kämpfen die beiden wieder hier um die Führung. Adina schon anderthalb Sekunden zurück. Kaliber auch mit einer 51,4. Nochmal 13. Purple, mein lieber Scholli. Der Mazda gegen den Benz. Und dahinter der nächste Mazda gegen den Z4 und den Peugeot. Tobi hält hier super mit der Spitze in seinem Peugeot. Da haben wir ihn. Und dann zwei Sekunden zu Cesc. Cesc so ein bisschen alleine unterwegs, weil Pixie nicht ganz die Pace gehen kann. So, jetzt gucken wir mal, ob es hier einen Angriff gibt vorne. Oh, der Mazda saugt sich ran. Frage, fahren die Jungs noch eine Runde oder gehen sie in die Box? Halbe Sekunde Purple, ist der denn des Wahnsinns? Wenn er das hier durchzieht, sehen wir hier die 50-0 auf der Bremse jetzt gegen Excellent. Beide nebeneinander, lassen sich Luft. Ah, so muss das sein. Die Jungs wissen ganz genau, was geht. Geil gemacht, richtig geil. Und ab in die Box, die beiden. Dahinter in die Box. Und Kaliber, Mayhem bleibt draußen. Der zieht hier noch eine Runde durch. Dahinter gehen aber alle an die Box. Nein, Pixie fährt noch eine Runde. Oh, Pixie mit der Strafe. Da haben wir den Milo, der eine Runde länger fährt. Auch er mit Strafe unterwegs. Was macht Himbeere? Himbeere ohne Strafe unterwegs. Dann haben wir den GPSR Pro RSF. Auch ohne Strafe. 52,1 gefahren. Auch eine mega Zeit hier mit dem Audi 8. Ja, Pavel, mal gucken, wie das hier über die Distanz geht. Ich bin mir ja sicher, egal welches Auto die LMRT-Jungs fahren. Das geht schon schief. Die sind gut im Setup bauen, die sind schnell, die können das. FRT Lehmann mit einer 53,0, 2,5 Sekunden hinter Pro RSF. Und dann kommt aus der Box als erstes der Kaliber. 1,1 Sekunden vor Normpli. Kaliber wird zwei Stops noch machen müssen, hat nur halb voll getankt. Normpli muss noch an die Box. Cesc war an der Box, Excellent direkt dahinter, halb voll für Cesc. Tipper Excellent fährt heute, nur noch einmal an die Box, Cesc zweimal. Alina 1,6 Sekunden dahinter, wird auch nur noch einmal an die Box kommen und ich tippe mal auf NLR Tobi, wird es genauso machen. Da haben wir die beiden, ja auch ordentlich Brit mit dabei, genauso Tobi. Und jetzt ist auf einmal Boom and One, nur noch 3,5 Sekunden hinterm Tobi. Und Tobi war gerade Fünfter mit 2 Sekunden Vorsprung auf Cesc. Also da wird die andere Strategie sich von Boom and One vielleicht rentieren. Wir gucken mal vorne. Pixie geht jetzt an die Box. Genau, da ist der Tank leer. Alle gehen jetzt hier an die Box. Pro RSF muss auch an die Box. FRT auch. Und dann kommt Kaliber 2 Sekunden vor Nordi.
So. Oh, Pixie keinen Sprit mehr drin gehabt, Beere keinen Sprit mehr gehabt. Genau mit 0 Litern reingekommen, die beiden. Guck mal, Kesk. Exzellent, Kesk. Wer tut sich hier? Kesk ist noch davor. 6 Zehntel. Dahinter müssen wir einfach gucken auf. Alina und NLR Tobi. Die beiden sehr, sehr dicht beisammen. Der Z4 gegen den Peugeot. Können wir eine Runde Onboard mitfahren? Das ist doch gerade keine schlechte Idee, oder? Ach, ein Traum. Zack, da sind wir drin hier. Oh, hier sieht man aber nicht viel in dem Peugeot. Da sitzt man sehr tief, ne? Also Kaliber vor Kesk, vor Excellent, Adina. Dann kommt der Tobi, Mayhem, Milo, Pixie. Das sind die Top 8. Oh, Tobi, fast mit dem Abflug. Das gibt eine Bremsspur-Chippy vom Tobi. Boah, direkt jetzt der Mayhem dahinter. Komm, wir gönnen uns mal die Wiederholung. Kriegen wir da noch rein. Warte. Da wollen wir hin. Tobi, ein bisschen spät auf der Bremse, kommt hier weit raus. Boah, das gibt nur einen Schipper. Glück gehabt für den Tobi. Mayhem, wie gesagt, direkt dahinter. 1,7 Sekunden vor Milo. Dein Herz, ja. Vorne immer noch Kaliber, Forecast, Excellent auf der 3 und dann kommt die Truppe hier. Ja, Herzinfarkt auf jeden Fall. Das Schoko-Auto hat gehupt. Da kommt das nächste NLR-Auto. Dann kommt der Pixie. Dann Moment One, der den Himbeeren Nacken hat. Und direkt dahinter der R8 von Pro RSF. Doktor wechselt eben die Unterhose. So soll es sein. Oh, der Himbeere hat Druck von hinten und macht Druck nach vorne. Oh, das wird eng. Ja, in der anderen Hand hat der Tobi gerade die Banane geschält. So, Himbeere bleibt noch dahinter. Oh, RSF. 3,2 Sekunden vor Killer Vito, FRT Lehmann auf Platz 13. Oh, jetzt hier der R8 geht wie die Hölle durch die Erstes durch. Da muss ich Himbeere strecken, sonst ist Pro RSF gleich vorbei. Da kann der Himbeere auch nicht dem BMW von Boom in One folgen. Boah, guckt euch das an, wie der R8 hier durch die Erstes durchgeht. Excellent ist an Cesc vorbei. Kriegen wir mit Sicherheit nicht mehr rein. Nein, kriegen wir nicht. Aber damit Kaliber schon über 8 Sekunden enteilt. 2 Stop gegen 3 Stop. Beim letzten Rennen Mount Panorama ist der Excellent eine 3 Stop gefahren. Aber ich glaube auch nur, weil er das Ding einmal weggeschossen hat. Ist dann glaube ich noch 5. oder 6. geworden. So, jetzt hat er freie Fahrt. Kann sich direkt absetzen von Cesc. Adina drückt von hinten mit 1,2 Sekunden. Jetzt eine Sekunde zum Tobi. Also wir sind in der 7. Runde. Wir haben so ein bisschen Luft hier vorne, aber nicht viel. Wir sehen jetzt Tobi eine Sekunde dahinter. Mayhem 8 Zehntel dahinter. 1,6 Sekunden dann zum Milo. Milo 1,4 zum Pixie. Dann kommt Boom and One. Das sind die ersten 9. Und da hinten geht's ab. Die Dreiergruppe hier. Ja, und wieder kein Angriff auf den. Kann ich gar nicht verstehen. Der BMW ist doch eigentlich so langsam auf der Geraden. Muss doch der R8 und der Porsche mal ein bisschen Druck machen können. Und wieder durch die SS. Mal gucken, ob Himbeere diesmal ein bisschen besser an dem BMW dranbleiben kann. Auf jeden Fall ist der R8 dran mit dem Zehntel. Vorne an der Spitze immer noch der gute Kaliber mit über 8 Sekunden mittlerweile. Und dann kommt eine Truppe, die immer so eine Sekunde Abstand haben. Und dann kommt die Truppe hier, die innerhalb von einer Sekunde ist mit 3 Autos. Oh, und der R8 macht richtig Druck auf den Himbeere. Aber mal vom Allerfeinsten. Killer Vito immer noch 2,2 Sekunden dahinter, das hat sich nicht geändert.
Oh, und da gibt es eine kleine Kollision zwischen den beiden. Aber nichts passiert, kein Schaden. Ihm wäre ein bisschen spät auf der Bremse gewesen. Hat sich der gute Pro RSF mal kurz angelehnt. Jungs, das macht keinen Scheiß hier, das kostet euch beide nur Zeit. Boah, ey, da kann der Chef nicht hinschauen. Ja, und wer freut sich darüber? Natürlich, es freut sich Moment One, der nämlich jetzt keine Windschatten spendet für Himbeere. Und jetzt denken wir mal, dass der Pro RSF hier vorbeigehen wird. Mach schon Lichtlupe, da sehen wir sie. Aber auf der Außenbahn, Jungs, macht keinen Mist. Oh, zu zweit, Seite des Wahnsinns und außenrum Pro RSF vorbeigegangen. Alter Schwede, Seite des Wahnsinns. Frank, herzlich willkommen, mein Lieber. Boah, warten wir mal, jetzt gucken wir noch kurz, ob der Konter kommt von dem wäre. Warte mal, ist denn hier der R8? Ja, die sind beide auf einer 2-Stop-Strategie. Wenn wir uns den Sprit angucken, Himbeere hat nur ein bisschen mehr Sprit drin. Wieder wie du kommt näher, hat eine Sekunde aufgeholt in der letzten Runde. Alter Ausdruck, ja, das war heftig. So lange ein Kilowito, nur noch 1,2 Sekunden zurück. Das wird langsam eng für Beere. Er macht den Alonso, nice. Ja, ja, also, mein lieber Scholli. Eine Sekunde nur noch. Kilavito jetzt voll im Flow drin, fährt auch konstant 52er Zeiten. Was macht FRT Lehmann auf der 13? 5 Sekunden hinter dem Kilavito, fährt die 53,4. Ja, Nompli auf der 14. Da haben wir ihn. Der war gerade in der Box in Runde 5. Aber die Runde 4 war auch nicht so gut mit der 209. Ja, und vorne Kaliber, Excellent und Kesk. Ja, genau. MP Design, also war schon eine geile Aktion hier von ORSF. Die Spitze, 9,5 Sekunden mittlerweile davon geflogen. Ey, und der fährt hier die 51,162 und ist wieder auf Purple unterwegs. Jetzt schauen wir mal, ob es eine neue Purple-Zeit gibt. Und da haben sie noch gesagt, nein, im Rennen höchstens mit 5 Runden Startsprit kann man hier die 50er in Angriff nehmen. Und er fährt einfach die 51,116. Was kann der gute Excellent dagegen halten? Fährt eine 51,8, 51,7, jetzt eine 52,0. Adinar und Cech 8 Zehntel auseinander. Ja, dahinter alle so ein bisschen aufgereiht, alle mit ein bisschen Respektabstand. Ja genau, Risiko ist immer gut, Lukas. 2, 3, Risiko, sagte Duckwin Duck. Cech und... Was sind die beiden auf gleicher Strategie? Nein, Cech muss viel früher in die Box. Rutscht ja auch ein bisschen rum jetzt in den SS mit seinem Audi 8. Wir sehen jetzt Adina, kommt ran. Das stimmt, es hier sind so viele enge Zweikämpfe, Dreikämpfe, Vierkämpfe, man weiß gar nicht, wo man zuerst hinschauen soll. Tobi 1,8 Sekunden dahinter. Armin, Mayhem immer noch die 8 Zehntel dahinter. Die beiden Teamkollegen von LMRT. Milo 2,5 Sekunden dahinter. Der kann das Tempo nicht ganz mitgehen von seinen Teamkollegen. Kaliber sowieso in der eigenen Rubrik heute unterwegs. Jolo, yo. So, wir haben Milo, der langsam Besuch vom Pixie bekommt. Abstand unter einer Sekunde mittlerweile. Ja, Kesk macht das super. Und der Pixie hat schon über 4 Sekunden Vorsprung auf Boom and One. Und dann kommt die Truppe rund um Boom and One. Dann müsst ihr nochmal hier auf Noah, also auf... Boah, guckt euch das an. Die Jungs hier sind richtig und Killer-Video. Schöner Viererkampf jetzt. Ja, nee, ihr müsst euch gar nicht Sorgen um P3 machen, mein lieber MP3. Ich würde da unseren Porsche schon gerne noch sehen. Jetzt erstmal überholen wir lieber von dem R8 gegen den BMW. Und man muss sagen, ORSF hier eindeutig auf dem Vormarsch. Schönes Manöver. Wir bleiben aber jetzt mal hier drauf, weil die 4 auf Startziel kommen. Das Überholmanöver haben wir ja live gesehen, sah auch gut aus. Also mutig unterwegs pro RSF. Echt starkes Rennen bis hierhin. Wir sind Runde 11, ein Drittel ist geschafft. Und der Porsche kommt nicht am BMW vorbei. Und das auf der Geraden.
Boom and One im BMW M6, direkt hinterm R8, dann der Porsche vom Beere und der Benz vom Killer Vito. Ja, ich weiß, die sind alle am Drücken da, das muss nicht sein. Also ihr müsst das nicht machen. Nein, das wird schon krass so Platz. Generell, die NSL ist immer sehr eng. Wenn ich mir das mal anschaue, Bulls United 128 Punkte, dann kommt Liqui Moly Racing Team 2 mit 140. Selbst FRT mit 123, ja, das ist nicht viel bis 155 Punkte, das geht ruckzuck. Schöner Viererkampf hier, muss man sagen. Killer Vito ist jetzt auch hier ganz nah dran am Himbeere. Aber was hat der Reifen mal scheiße? Gucken wir uns das mal an. Auf der 9 ganz kurz, der R8, der hat eigentlich gar keinen Reifen mal scheiße. Noch eine Vierteltank drin, sehr, sehr stark. Dann der BMW, hat noch ein bisschen mehr Sprit drin, aber die Reifen geben so langsam den Geist auf. Und jetzt versucht sie mehr außenrum. Nein, er zieht nochmal zurück. Was macht der Verscheiß bei Himbeere? Ja, Himbeere ist auf einer anderen Strategie als der BMW, weil der BMW war ja in der ersten Runde in der Box. Das kostet die natürlich richtig Zeit. Und, was sehen meine schwachen Augen da? Abflug vom Killer Vito. Oh Mann, oh, das tut mir leid. Er war so gut unterwegs, kam hier richtig dran. Und dann kommt er jetzt zu weit raus und da geht das Heck weg und er holt sich den Heckschaden und Aufhängungsschaden. Ah, ist das ärgerlich. Wir gehen wieder auf Himbeere und Boom and One. OSF konnte schon eine Sekunde absetzen. Und jetzt vielleicht der Angriff von Beere gegen Boom and One. Und dann gehen wir wieder vorne an der Spitze. Ah, da muss er jetzt vorbei. Er muss vorbei. Ja, Huracan ist eine gute Idee. Und Beere geht jetzt hier vorbei, wenn er das Auto auf den Strick hält. Und das macht er wohl. Hat aber schon anderthalb Sekunden verloren, auch pro RSF. Die Reifen vom BMW sehen schon gut mitgenommen aus. Guckt euch das mal an. Und die vom Porsche sehen noch richtig gut aus dagegen. So, wir gehen an die Spitze. Alter Schwede. 1,51,116. 1,51,290. 1,51,186. Also, was Kaliber hier für eine Show abliefert. Guckt euch das mal an. Von Runde 6 bis jetzt nur 51,1, 51,2. Wahnsinn Speed. Wirklich. Muss jetzt gleich wieder an die Box. Ja, aber der Speed ist ja der Wahnsinn von ihm. Wir bleiben mal drauf, ob er noch eine Runde fährt oder ob er jetzt in die Box kommt. Na, ah, ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt in die Box geht. 8,5 Zehntel hinter seiner Bestzeit hier. Ja, es ist eine dreckige Stille, Küstenübel, das stimmt. Aber gut. Jede Strecke hat seine Tücken. So, kommt der Boxenstopp? Der kommt. Exzellent dahinter. Was fährt er? 52,2, 52,2, 52,0. Hat noch einen halben Tank. Ja, Lukas, echt krass, was der Nick das hier abzieht. Also, Exzellent bleibt natürlich draußen. Hat das Auto noch halb voll getankt. Genauso wie Adina, der noch draußen bleibt, auch der Zweistopper. Adina auch nur 2,3 Sekunden hinter Excellent. Und der gute Cass muss gleich in die Box. Aber auch mit dem R8 ist er super stark unterwegs, der Kollege. Ist jetzt hier 3,5 Sekunden hinter Excellent, 1 Sekunde hinter Adina. Hat eine Sekunde Vorsprung vor dem Tobi. Tobi mit einem Rutscher. Wir sehen. Oh, das wird aber schwer für Tobi, wenn der hier die Zweistopp fährt. Mit dem Fall Reifenverschleiß auf der Hinterachse, dann wird er wohl noch öfters einen neuen Schlippi brauchen. Wir fahren mal bei Mayhem mit, der 3 Sekunden mittlerweile Porsche auf Milo hat. Also Milo kann das Tempo nicht ganz mitgehen. Und der Reifenverschleiß hier sieht ganz gut aus. Jetzt gleich mal gucken, wo der gute Kaliber 50 im Verkehr rausgekommen ist. Sabine Jun, danke für den Follow, meine Liebe, und herzlich willkommen hier bei der NSL heute Abend. Oh, Tobi lässt ihn vorbei, das ist ihm auch früher eingefallen. Alter Schwede. Ah, er hat den Blinker angemacht, haben wir ganz kurz gesehen, aber das musst du auch erstmal sehen. Beide spät auf der Bremse. So, was macht Platz 6? Mr. Krabs, herzlich willkommen. Pixie ist dran an Milo. Ja, auch hier der Reifenverschleiß schon. Boah, brutal. Ja, was heißt brutal? Ist angefressen, der Reifen. Dank ist noch etwas über Viertel voll. Wie sieht es bei Pixie aus? Da sind die Vorderreihe. Ja, ein bisschen weniger Reifenverschleiß und ein bisschen mehr Sprit noch drin. Schon über 5 Sekunden Vorsprung auf dem ORSF.
Pixie sitzt jetzt hier neben und wird vorbeigehen. Schönes Manöver. Pixie auf die 6 vor, wenn jetzt kein Konter von Milo kommt. Mit Sucktraps. Schön, dass ihr da seid alle. Und da kommt nochmal ein Konter von Milo. Hier in der 7. Vorne Excellent, Adina und Kesk. Boah, ist das Manöver. Drückt sich jetzt hier innen rein, oder? Ja, er drückt sich innen rein. Pixie lässt ihn auch gewähren. Kommt direkt der Konter von Pixie? Nein, ist aber dran hier. Alter Schwede, ist das eng zwischen den beiden. Oh, diesmal hat es nicht geklappt, schade. Wir fahren mal mit hier durch die Estes in Porsche. Schnellste Runde von Kalina mit der 51.116 auf der 9 wieder rausgekommen. Vierzehntel ist der Abstand zwischen den beiden. Schönes Duell. Aber auch dahinter. Wir gehen auf die 9. Da ist es auch wieder spannend. Boah, und Pro RSF kann sich richtig absetzen. Hat schon über 5 Sekunden oder gute 5 Sekunden auf den Hinweg rausgefahren. Ohne Excellent Adina Kesk. Und hier Kaliber. Nach dem Stop hat er jetzt 15 Sekunden Rückstand auf die Spitze. Mit seinem 3-Stopper. Also, war in Runde 12 in der Box. Jetzt saugt er sich hier ran an Pro RSF, der immer noch verdammt gut unterwegs ist. Gleich in die Box muss. Super Reifen wahrscheinlich der Audi R8. Kesk in der Box, damit Mayhem wieder auf der 3. Oh, kleiner Rutscher hier von Pro RSF. Der jetzt auch noch eine Runde weiterfährt. Und da wird es das Manöver geben, denke ich mal. Abstand 2,5 Zehntel. Audi gegen Mazda. Sticht er jetzt hier rein? Mal kurz gezeigt, aber nicht. Emperor of Man, ich weiß es nicht. Also, ich weiß, dass die beiden WSR-Jungs auf ein, zwei Stops sind, ne? Mal gucken. Wir sehen jetzt, Kaliber drückt von dem. Ey, was ist hier los? Ich häng am Kabel fest. Der muss natürlich da vorbei, das kostet mir richtig Zeit. Excellent, wobei, nach vorne hin, Excellent verliert jetzt auch ein bisschen Zeit. Abstand 14,4 Sekunden, das waren gerade 14,9. Ja, genau, Doktor sagt es auch. Er muss vorbei, er drückt auch wie Weltmeister. Ich will jetzt nicht in die Onboard-Core gehen, weil da kommt vielleicht hier an der Herpin direkt der Angriff von Kaliber. Und dann macht das auch, zack, vorbei. Sauber gemacht vom Kaliber. Und Pixie ist wieder vorbeigegangen am Milo. Ich weiß zwar nicht wo. Wir gucken mal, ob das in der Herpin auch war. Nein, da war es schon vorbei. So. Pixie jetzt eine halbe Sekunde. Boah, den guten Milo. 4 Sekunden hinter Tobi und nur 10 Sekunden hinter Excellent. Also auch von Pixie ein starkes Rennen hier. Er hat hier die 53,6 in der letzten Runde, ansonsten die für 52er. Wir gehen einmal durch. Excellent. Nur, alter Schäde, 1,3 Sekunden vor Adina. Wir haben ja, war das Mount Panorama, wo Adina gesehen hat? Ich komme gleich drauf. Adina war super stark in Brands Hatch, genau. OSF an der Box. Genau, in Brands Hatch war er richtig stark. Und hat aber leider das Auto nicht auf der Strecke halten können. Jetzt jagt er hier Excellent. 1,2 Sekunden die beiden nur auseinander. Das wird richtig schwer für Kaliber. So, dann haben wir 3 Sekunden dahinter. Mayhem. Da haben wir den guten 2,2 vom Tobi. Ja, Empire of Man, das wird eng. Aber das wollen wir ja auch so. Es soll ein spannendes Rennen geben. Wir haben gleich, wir haben schon Halbzeit. Wir haben 16,5 Runden und wir fahren 33. Tobi, 4,3 Sekunden vor Pixie und 2,5 Sekunden zu Mayhem.
Ja, aber Tobi, die Hinterreifen. Oh, es hat sich wieder gefangen. Vielleicht die Bremsverlauf ein bisschen verstellt. Vorne jetzt auch ein bisschen mehr Verschleiß. Dann der Pixie in der Sekunde vor dem Milo. Das gucken wir gleich. Wie gesagt, da kommt schon Kaliber. 1,6 Sekunden nur. Ich denke mal, dass Milo ihn auch gut, also gleich vorbeilassen wird. Weil das sind der Teamkollegen. Da wird nicht viel gekämpft, was ich auch verstehen kann. Dann der Beere. 7 Sekunden der Kaliber. Ja, Kaliber hier fährt mir die 52,3, 51,2. Ja, auf dem R8 auch. Das wird ein Ritt auf dem Kanonenkugel. Bei allen anderen natürlich auch. Damit wäre 4,5 Sekunden vor Boom and One, fährt die 53,0, 53,1. Ah, 55,8 war nicht so schön. Dann eine 52,8. Dann haben wir Boom, der jetzt gleich in die Box muss. Ah, die Reifen bauen ganz knapp. Klar, er war ab Runde 1 unterwegs, weil er hier eine andere Strategie fährt. Dann haben wir auf der 10 FRT Lee Man. Aber Cech ist auch irgendwas schiefgelaufen. Der ist ja so weit zurückgefallen. Jetzt nur auf der 11, der Gute. Gucken wir, was die Runde sagt. Ah, die 1,50 aus der Box raus ist eigentlich okay. Und jetzt eine 52,3 ist auch okay. Aber dass er jetzt so weit zurückgefallen ist, hätte ich nicht gedacht. FP-Design, jetzt weißt du, wo der Kollege steht. Ich hätte, weil auch der Noah ist ja direkt dahinter. Da hinten kommt er schon. Morbli, noch eine Viertel. Ich weiß, dass der in der Box war. Aber ich hätte trotzdem nicht gedacht, dass er so weit zurückfällt. So, ey. Empire of Man. So, auf der 13. Name OSF. 42 Sekunden hinter der Spitze. Auch die Outlap, ne, 50,5. Starke Zeit von ihm. Ist jetzt hier auch auf persönlicher Bestzeit unterwegs. Killer Vito, 16 Sekunden dahinter. Dame Killer Vito. 1,52,9 in der letzten Runde gefahren. Und 3,5 Zehntel auf persönlicher Bestzeit. Dann hüpfen wir nochmal zur Spitze. Excellent. Und Adina, das wird langsam eng zwischen den beiden. Und der Kaliber macht sich. Kaliber schon an Milo vorbei. Wird sie jetzt gleich den Pixie stammen. In der Runde mittlerweile. Und Mayhem kommt langsam auch näher. Im zweiten Mazda. Die haben ja die Strategie gesplittet. Einmal 2 Stop, einmal 3 Stop. Tobi jetzt 4,3 Sekunden zurück. 4 Sekunden vor dem Pixie. Und dann kommt eine Truppe. Pixie, Kaliber und Milo muss ein bisschen abreißen lassen, aber Kaliber wird sich jetzt gleich den Pixie hier schnappen. Wir schauen mal, wie schnell das geht. Fahren mal onboard mit. Und da müssen wir auch darauf achten, was vorne abgeht. Da ist nämlich Extra und Adina ganz dicht beisammen. Dann gehen wir doch lieber mal nach ganz vorne. Da lässt er mal reinrollen hier. Gut, ich denke mal, jetzt ein Hairpin kommt der Angriff von Kaliber, was ja auch sinnvoll ist. Da kommt schon Lichthupe. Und Pixie setzt den Blinker. Sehr intelligent gemacht. Und wir gehen an die Spitze. Abstand 0,5 Sekunden zwischen Excellent und Adina. Also so langsam, Kaliber hat sich wieder nach vorne gearbeitet. Aber die beiden hier hart am Limit. Und der Mayhem nur noch 1,6 Sekunden dahinter. Dann kommen sie angeschossen. Wie sieht's aus? Aha, Excel hat noch ein bisschen mehr Sprit drin. Und 1,8 Sekunden Rückstand für Mayhem. Tobi auf der 4, Kaliber auf der 5, Pixie 6, Milo 7 und Himiri auf der 8. Irgendwie könnte man denken, hier fällt nur NLR und noch 4 andere raus. Also wenn man sich das mal so anschaut hier, Wahnsinn. So, und beide gehen noch eine Runde. Jetzt Windschatten für Adina. Im wunderschönen Z4 hier. Excellent, mal kurz die Warnblinkanlage angemacht. Milo in der Box. Und das Ganze hilft natürlich Kaliber und dem Mayhem, der auf der 3 mit 1,6 Sekunden dahinter ist.
starkes Rennen, noch 14 Runden haben wir zu gehen. Die beiden werden jetzt gleich an die Box kommen. Dann wird Kaliber die Führung wieder übernommen, übernehmen. Ah, jetzt Abstand wieder 0,5 Sekunden. Aber Mayhem ist dran. 1,1 Sekunden ist er hinter dem Z4. Da haben wir die drei im Bild. Und dann kommt Tobi und Kaliber. Der Tobi wird den Kaliber auch nicht lange aufhalten. So wie Milo. Pixie 6 wäre 7 und FRT Lee Man jetzt auf der 8. So wollen wir das sehen hier in der Pro 1. Gestern auch in der AM1. Mega Rennen bis zum Schluss. Und hier, guckt euch das an, wir sind in Runde 19. Drei Autos, das sind die Führenden. Innerhalb von 1,8 Sekunden. Aller ihren Wert. Jetzt extra eine Sekunde wieder vor. Mayhem, aber nur noch 7 Zehntel hinter Adina. Adina ist einfach Feierabend. Excellent könnte noch eine Runde fahren, da kann er auch hinten raus nur noch 13 mitgehen. Gucken wir mal, also Adina, sag ich mal, kommt auf jeden Fall an die Box. Mayhem kann noch einige Runden drehen. Mein Gott, sieht das Ding geil aus von ihm. Oh, er bleibt draußen. Nur Excellent und Adina gehen an die Box. Und damit führt hier der Mazda von LMRT. Was macht Tobi? Tobi kommt an die Box. Kaliber zieht natürlich durch. Pixie an der Box. Dann wird Himbeere auch an die Box gehen, sage ich jetzt mal so ganz frech. Abstand zwischen Kaliber und Mayhem. 8 Sekunden. So ist es auch. Kesk warten wir noch. Der auf der 8 ist. Wo kommt er eigentlich wieder raus? Da wurde ich ja gerade darauf hingewiesen, dass er an der Box war von MP Design. Das wusste ich allerdings. Jetzt gucken wir mal, ob er vor Excellent wieder rauskommt. Nein, Excellent schon wieder auf der Strecke. Damen Excellent. Das wird jetzt eng. Und da kommt auch schon wieder Adina raus. Tony Montana, moin moin, schön, dass du da bist. Und wir sehen, Excellent ist 30 Sekunden hinter dem Mayhem, also hinter der Spitze. Und Mayhem und Kaliber müssen beide nochmal in die Box. Oh, das wird aber eng zum Schluss. Und Excellent kann sich hier schon wieder ein bisschen absetzen. Bond Kesk. Adina 1,8 Sekunden dahinter. Da hat auch der Excellent durch den Stop etwas an Zeit gewonnen. Hat ja auch ein bisschen mehr Sprit drin. Tobi auf der 6. GPSR Pro RSF auf der 7. Und Pixie auf der 8. Oh, und hier hart am Limit unterwegs der gute Kesk. Tobi 6 Sekunden dahinter. Schnellste Runde immer noch Bond Kaliber mit der 51.116. Mega Zeit. Ein, zwei, fünf Sekunden noch für Kesk. Maffa jetzt, ja. Also, wir machen mal einen Rundlauf hier. Vorne Mayhem 6,8 Sekunden nur noch vor Kaliber. Der gute Kaliber 22 vor Excellent. SRT Flo Spams, herzlich willkommen. Ja, auf jeden Fall, der 8 ist echt krass zu fahren, ne? Warum Philipp so weit hinfährt, weil die anderen so schnell sind. Und weil Excellent und Adina fahren 2 Stop, Mayhem, Kaliber, Kesk 3 Stop, wenn ich das richtig verstanden habe. Also hier wird's eng. Kesk bleibt dran an Excellent erstmal. Hat aber nur noch eine Vierteltank. Aber auch wenn man sich jetzt mal anschaut, was für ein mega Reifenverschleiß er einfach hat. Das ist super eingestellt, das Auto. Der geht super, der Yacht. Auch wenn er hier leicht am Schwänzen ist im Heck. Adina 1,2 Sekunden dahinter. Gucken mal auf Tobi. Tobi 1,3 Sekunden vor GPSR OSF. Das zweite Auto von Team 49 Sim Racing. Da haben wir ihn. Der muss auch noch mal an die Box. Pixie wird durchfahren, hat 2,7 Sekunden Vorsprung auf Milo. Milo auf der 9 wird auch durchfahren, hat 8,5 Sekunden Vorsprung auf Himbeere. Himbeere dann 4 Sekunden auf den Killer Vito.
Damit Killer Vito, der 2,3 Sekunden Vorsprung hat auf Boom and One. Boom and One gerade seine persönliche letzte Runde gefahren mit 52,9. FNT Lehmann dahinter. Mayhem in der Box. Kaliber fährt noch weiter. Und der Normflee 7 Sekunden hinter FRT, hinter dem zweiten Z4. Dafür Boom Suzuka läuft nicht ganz so gut. Hätte ich mit dem BMW besser erwartet, bin ich ganz ehrlich. Kann natürlich auch eine falsche Einschätzung sein. So, wir gehen mal auf Excellent, ob er vor Mayhem wieder rauskommt. Ja, Lackierung sieht klasse aus. Und Excellent kommt. Das wird verdammt knapp. Er kommt vor Mayhem raus. Das ist natürlich super für ihn. Achso, das ist eigentlich Boom 3. Okay, Küstennebel. Danke dir. Und jetzt wird es richtig spannend. Hier, guck dir das an. Excellent. Vorbei an Mayhem. Wir sind jetzt mit dem gleichen Sprit unterwegs. Und ich guck mal hin. Excellent hat gestoppt in Runde 19. Mayhem jetzt in Runde 21. Also zwei Runden sind die Reifen unterschiedlich. Abstand 6 Zehntel, 7 Zehntel. Cask immer noch dahinter, der hält super mit dem R8. Und genauso Alina, der immer näher kommt. Also Wahnsinnsrennen von den Jungs hier. Der fährt iRacing, mein Lieber. Und wir haben noch 11 Runden, 2 Drittel sind geschafft. Ja, genau, richtig. Empire of Man. Was macht Tobi? 2 Sekunden Vorsprung für Pro RSF. Pixie 1,2 Sekunden dahinter. Robbt sich langsam ran. Und da sind es 3,8 Sekunden. Dahinter wird es wieder größer. Wir bleiben hier auf der Truppe. Hier ist mehr Action. Aldina jetzt im Windschatten vom R8. Eine Vierergruppe hier. Also Luca muss man wirklich sagen, das ist jetzt eins der geilsten Rennen, die ich hier gesehen habe. Wirklich eins der geilsten Rennen bis jetzt. Ultra spannend, wie eng das hier alles ist. Jetzt erstmal Cech gegen Adina. Cech muss doch nochmal in die Box. Aber der macht, also wirklich Respekt an die Jungs von Team 49 Simracing, mit dem R8 hier so eine Pace zu gehen. Genau, leider müssen beide nochmal in die Box. Natürlich gut für Adina, für Tobi, für WSR. Aber gut, was willst du machen, ne? Trotzdem ultra stark, wie die unterwegs sind. Excellent und Mayhem immer noch eine Sekunde auseinander. Ja, MP-Design, muss man sagen. Also, die sind echt stark unterwegs. Und das Ding auf der Strecke zu halten, alleine das zollt schon Respekt. So, und nach vorne sind immer noch 24 Sekunden. Ach, dankeschön, Mac. Ja, ich kann euch sagen, wir haben mit dem Porsche auch einiges trainiert und versucht und gemacht und getan. Aber haben es dann für 2 Stops entschieden. Haben einfach die Pace nicht rausgekriegt aus dem Auto, ne? Ja, aber gut, wenn man sieht, was Kaliber hier für eine Pace wieder geht, auch extra mit dem Rope Benz. Die Jungs sind schon wirklich ein ganz, ganz heißes Eisen. Die sind echt krass unterwegs. So, Alina, auf ein neues Kaliber jetzt in die Box. Wir gucken auf Excellent, da müssen wir einmal umschwenken. Das sind nur 23 Sekunden. Da müsste Excellent jetzt... Ah, der tankt auch nicht so viel. Ja, eine BOP, ganz genau. Ja, MP-Design ist auch vernünftig so. Jetzt gucken wir erstmal, ob Excellent hier vorbeigeht. Ich glaube, dass Kaliber ganz knapp davor wieder rauskommt, weil er nicht so viel tanken muss. Boah, es wird ganz, ganz eng jetzt. Nein, der Rowe Benz geht vorbei. Die gehen alle 4 vorbei. Guckt euch das an. Der Kaliber kommt erst auf der 5 wieder raus mit 4,5 Sekunden Rückstand. Tobi 7 Sekunden dahinter. Pro RSF muss jetzt gleich an die Box. Aber Wahnsinn Zeiten auch. Ich fährt immer noch die 52er Zeiten. Pixie dahinter. Na, 3,5 Sekunden Vorsprung nur noch. Milo gibt Gas.
Da haben wir ihn 7,5 Sekunden vor dem Pixie. Vor dem Himbeere. Himbeere 5,5 Sekunden vor Killer Vito. Killer Vito 2,2 vor Boom and One. Boom and One war ja nochmal in der Box. Die 8 Stellen kommen noch. Ja, bin mal gespannt. So, FRT. Lee Man hat 4,5 Sekunden Rückstand. Und Norby dann nochmal 6,4 Sekunden. Ja, wir müssen leider wieder nach vorne gehen. Da geht es nämlich richtig ab. Tut mir leid, dass ich die anderen nicht so zeigen kann. Aber wenn wir uns das hier anschauen, ich denke, dann hat jeder Verständnis für. Jetzt gehen wir hier Cech außen weit, damit Alina ihm vorbeigeht. Cech muss jetzt gleich an die Box. Da bin ich mal gespannt, wo der wieder rauskommt. Holz nochmal für 8 Runden Sprit. Kaliber muss jetzt hier durch. Kaliber ist auch schon dran. Die wollen natürlich da vorne den Excel noch einfangen. Kaliber muss jetzt vorbei. Er weiß natürlich nicht, dass Cech jetzt auch in die Box muss. Dreieinhalb Sekunden fehlen hier dem Kaliber nach vorne. So, Gaskin wird jetzt in die Box abbiegen. Platz machen hier für den. Genau, Kaliber geht damit vorbei und hat 4,1 Sekunden Rückstand auf Excellent. Und die müssen jetzt hier auf der Strecke ausfighten. Da vorne sieht er schon den Rove Benz. Alter Schwede, das wären lustige letzte 8 Runden. Erster muss er an Adi nach vorbei. Abstand 8 Zehntel. Was macht denn vorne der Teamkollege? Der ist auch 9 Zehntel hinter dem Benz von Excellent. Und der weiß, was die Stunde geschlagen hat. Der muss hier alles geben, weil sein Teamkollege weiter hinten mitfährt. Im Rove Benz gegen die zwei LMRT, Mazda und Adina im Z4. Alle am Limit unterwegs. Adina 2,5 Sekunden dahinter. Und wir sehen bei Excellent schon etwas mehr Reifenverschleiß als bei Mayhem. Und bei Adina natürlich auch mehr als bei Kaliber. So, Tobi auf der 5, Pixie 6, Milo 7, Beamere auf der 8. Alle Boxenstops sind absolviert. Und der Abstand 7 Zehntel. Kaliber ist im Windschatten gewesen. Ja, Doktor, das glaube ich auch. Das kann sein, dass der Excellent. Ja, gut, Adina überholt es auch nicht mal eben so. Der ist ja ein schneller Junge. Haben wir schon ein paar Mal jetzt gesehen. Ob es der Kaliber erst noch vorbei. Abstand ist immer noch bei 4 Sekunden zu Excellent. Und der Mayhem muss auch erstmal am Excellent vorbei. Wir sehen es hier vorne, Abstand 7 Zehntel. Jetzt hat er Windschatten, kann sich ansaugen. Ich muss mal ein bisschen auf dem Radar gucken, wo es hier noch eng ist. Tobi und Pixie haben Luft, Milo hat Luft, Vera hat Luft. Platz 10, 11 und 12 könnte es noch sehr, sehr eng sein. Da gehen wir gleich nochmal hin. So, was macht Kaliber? Der ist im Windschatten. Tobi 6,5 Sekunden dahinter. Ah, wird sich auch nicht ransaugen können. Und was sehen wir denn da? Abflug von Kaliber. Hat sich verbremst. Ja, Doktor, jetzt hat der Kaliber erstmal hier die. Auf der, zu spät auf der Bremse, macht aber dann klugerweise die Lenkung auf. Sonst schweißt nämlich ganz schnell das Auto hier weg, weil das Heck dann kommt. Und damit sind 6 Sekunden bis zu Excellent. Der Excellent vorne, 6 Zehntel von Mayhem getrennt. Und jetzt sehen wir uns die Reifen mal an. Da ist schon so ein Strichchen vorne und hinten. Und beim Mazda absolut nichts zu sehen. Adina jetzt erstmal wieder Luft. Kaliber hat ja den Fehler gehabt. Oh, leichter Dritte von Excellent am Kurvenausgang. Ah, ich will eigentlich nochmal durchs Feld gehen. Da sind noch ein oder andere Zweikämpfe. Aber hier geht es natürlich um den Sieg. Also jetzt sage ich, das geht unter Excellent und Mayhem aus. Einer von den beiden wird das Ding hier gewinnen. Ich glaube nicht, dass Kaliber da nochmal rankommt. Ah, da wird es nicht rankämpfen können. Adina, 2,7 Sekunden. Vor dem Kaliber. Da kommt der Kaliber 4,5 vor dem Tobi. Da haben wir den Tobi 4,5 vor dem Pixie. Da kommt der Pixie 5 vor Milo. Sagt niemals nie, ja, hast du recht.
Der hat eine Strafe. 7,5 Sekunden aber auf den Himbeere. Da kommt Himbeere. 5 Sekunden vor Cesc. Aber der gute Kollege hat die neuen Reifen und oh, das wird aber eng. Also ich glaube, da hat Himbeere die letzten 7 Runden noch richtig Spaß gegeben, den Audi 8. Der ist nämlich richtig on fire. 50-2 in der Boxen-Auto gefahren. Hat 3,5 Sekunden Vorsprung auf Boom and One. Boah, da muss der Himbeere aufpassen. Das wird nochmal richtig eng. Wir haben Boom and One hier. 4 Sekunden Vorsprung auf den zweiten Audi, der auf der 11 fährt. Darwin. 1,6 Sekunden vor FRT, die Man. Da haben wir ihn im Bild Z4, die beiden 1,6 Sekunden auseinander. Und da hinten sehen wir Normpli. Normpli. Moin, der neue. Moin, moin. Und Killer Vito, 52,2 Grad persönlich letzte Runde gefahren. Jetzt gehen wir wieder an die Spitze. Abstand 4 Zehntel, es wird eng. Der neue, hör mal zu, die Nachricht von dir ist ungefähr schon, die ich an dich geschickt habe, ist ungefähr schon 3 Stunden alt und da ging es darum, warum euer LMP-Auto ein schiefes Lenkrad hat, mein Lieber. HSV-Fan, Prost. Und wir sind schon, Mayhem und Excellent sind jetzt hier am Kämpfen. Mazda gegen Mercedes. Mein lieber Schulz, jetzt gucken wir uns mal lieber von außen an, da haben wir die beste Übersicht. Ja, das höre ich doch gerne. Ich schalte auch gleich wieder auf unseren LMP2-Bomber. Der Akt, welchen Split fahrt ihr denn, Chris? Das könntest du mir kurz sagen. Aber jetzt erstmal schauen, was Excellent gegen Mayhem macht. Och, alter Schwede. Ja, bevor du schlafen gehst, sag mir mal, welchen Split ihr fahrt. Zwei Zehntel, also Excellent wird hier richtig Spaß haben, die letzten 5 Runden. Adina und Kaliber immer noch weit auseinander. Da tut sie nichts mehr. Also ich glaube, Kaliber so ein bisschen sein mit 14, oder? So nice. Ja, danke dir. So, die Top 8, Excellent und Mayhem haben wir im Bild. 2,5 Zehntel drin. Die. Dann kommt Adina, der eine halbe Sekunde aufgeholt hat. Hat Kaliber im Schlepptau mit 2,5 Sekunden, dann kommt der Tobi mit 4,5 Sekunden. Genauso der Pixie, der Milo und der Himbeere nochmal 7,5 Sekunden auf den Milo. Das sind die Top 8 und hier vorne ist richtig Action. Und ich sehe, da wird es eng, da wird es richtig eng. Excellent hat richtig Druck. Ich wollte sagen, noch 6 Follower, dann habe ich die 800 geknackt. Danke für euren Support. Danke, dass du mich hier unterstützt. Macht echt viel Spaß. Oh, Excellent hier am Rutschen. Milo, ach Quatsch, Mayhem ist dran. Jetzt ist er so nah dran, dass er... ob da der Windschatten reicht. Er ist natürlich im Windschatten, aber... sehr früh muss er dann auch ausscheren. Oder er lupft jetzt. Nee. Er geht daneben, da gibt es das Manöver. Und beide nebeneinander. Oh, und Excellent bleibt voll auf dem Gas. Bleibt in Führung. Wer kommt näher? Richtig, Adina, der hier auch noch um den Sieg mitkämpfen kann. Dann 1,7 Sekunden, 1,8 Sekunden Abstand noch. Nächster Angriff von Mayhem. Sobald er durch ist, wird es auch ganz, ganz schwer für Excellent. Jetzt kein Windschatten für Mayhem. Und boah, jetzt wird es richtig spannend. Und wer kommt näher? Kaliber natürlich. Ah, und was für ein Move, was für ein Move hier. Mayhem, Wahnsinn! Geile Aktion! Aber Excellent konnte nochmal die Nase oder den Hals aus der Schlinge ziehen. Das hört sich gut an. Adina ist dran. Und Milo, Kaliber auch noch 3 Sekunden, der hat auch aufgeholt. Also das wird richtig enge nochmal. Jetzt muss Mayhem gleich aufpassen, weil Adina die Nase da reinstecken wird. Clever von Mayhem bisher, ja. Also auch was für ein geiler Move von ihm. Geht ein bisschen früher vom Gas in Turn 1. Und sticht in den Turn 2 rein. Excellent kommt aber gut raus und die nächste Kurve gehört dann Excellent. Ja, und Adina ist gleich dran. Was sagt denn der Reifenverschleiß vom Excellent? Wir sehen's. Da die Reifen. Das ist das Problem von dem Kollegen. Der hat 2-3 Runden ältere Reifen als Mayhem. Sprittechnisch beide gleich unterwegs. Und Adina, ja, 2 Liter wieder 2 Zehntel. Ja.
Die Jungs fahren auch nicht zum ersten Mal gegeneinander, die wissen ganz genau, was los ist. So, auch ein neues für Excellent. Er muss sich wieder verteidigen gegen Mayhem. Weil sobald er vorbei ist, dann hat der Excellent, ja, glaube ich, keine Chance mehr, sich irgendwie da dran zu halten. Jetzt macht er wieder die Tür zu. Und diesmal wird Mayhem vorbeigehen. Ich denke mal, ja. Das war's für Excellent. Vielleicht gleich auch Platz hier den Konter setzen, wenn er gut aus der Schikane rauskommt. Ja, und wer kommt immer näher? Der gute Adinar. Wieder 2,5 Zehntel. Ah, Excellent kommt gut raus mit dem... Ah, da war der Drift jetzt. Oh Mann, der Drift hat ihm ein bisschen was gekostet. Da wird jetzt Adinar auch gleich Windschatten haben. Und ganz innen fährt der Mayhem. Ganz, ganz innen will hier dem Excellent keine Chance geben, irgendwie da vorbeizukommen. Boah, Jungs. Adinar ist gleich dran. Kaliber ist gleich dran. Ah ja, das war es, glaube ich, für Excellent. Ich glaube nicht, dass er da nochmal gegenhalten kann. Mayhem, wenn er keinen Fehler macht, wird jetzt hier eine Lücke aufreißen. Und wir sehen, dass auch Kaliber wieder dran ist, trotz seines Verbremsers. Mega Rennen, mega Rennen. Da sehen wir jetzt, der BMW Z4 ist wieder dran von FRT. Genauso Kaliber im zweiten LMRT-Auto. Die Autos innerhalb von 2 Sekunden, unglaublich. Und dann sehen wir den Tobi mit 8,5 Sekunden Rückstand mittlerweile. Pixi auch 4 Sekunden dahinter, Milo genau das gleiche, Himbeere auch. Also die 4 machen das Rennen hier, 1,8 Sekunden zwischen 4 Autos, alter Schwede. Also tut mir leid, wenn wir jetzt nur hier drauf bleiben. Das ist besser als Hamilton Verstappen, ja. Ganz ehrlich, MP Design sehe ich genauso. Ich würde es ihm gönnen. Der hat schon so viel Mist an der Reifen gehabt. Und das ist ein schönes, zeigt er uns ja hier. 1,1 Sekunden hinter Mayhem. So, Excellent kriegt jetzt richtig Druck. Er ist natürlich alleine da vorne unterwegs gewesen. Musste das Risiko eingehen. Boah, und wer ist dran? Kaliber ist auch dahinter. Ja, und absetzen kann sich Mayhem. Ja, genau, bei First Brands Hatch. Leider ein bisschen Pech gehabt, der Gute. Jetzt ist er hier dran am Benz. Das wäre jetzt eine geile Aktion, wenn sich der Kaliber beide schnappen würde. Schafft aber nicht. Excellent wird auch hier auf dem Gas bleiben. Und ja, da gibt es die leichte Berührung zwischen Adina und Excellent. Und wer drückt jetzt hier die Schnauze da rein? Der Kaliber. Und die nächste Kurve, ja, da zieht Adina zurück. Wir springen einer nach vorne. Empire of Man, hast du vollkommen recht. So, jetzt 1,5 Sekunden fehlen hier Kaliber. Nur noch zum Sieg. 2 Runden Zeit hat er noch. Wir gehen mal einmal von... Ich kann hier nicht weggehen, ey. Jetzt könnte es nämlich sein, dass gleich schon Richtung Herpin der nächste Angriff kommt von Kaliber gegen Excellent. So schnell kann ich nicht durchs Feld schalten. Wir haben erstmal mit dem Vorsprung hier gegen Excellent. 1,2 Sekunden hat er der Vorsprung. Und jetzt wird Kaliber hier mit Sicherheit gleich innen reinstoßen. Ja, so ist es auch. Excellent lässt aber auch die Tür offen. Ja, da kann er außen nicht gegenhalten. Leichter Drift am Kurvenausgang. Schönes Manöver hier. Und damit die beiden LMRT-Autos wieder vorne. Ja, der Reifenverschleiß zwingt die Excellent in die Knie. El Patroni Racing, herzlich willkommen im Chat. Hier bei der NSL Pro 1 am Samstagabend. 2 Runden haben wir noch und hier geht es richtig ab. So, wir hüpfen jetzt aber einmal durch hier. Hinten, Killer Vito. 5 Sekunden hinter Norpli. Dann kommt der Norpli 3 Sekunden hinter FRT Liman. Wir haben den Kollegen 5 Sekunden hinter Boom and One. Kein gutes Rennen für die BMW Jungs. Der ist aber dran, 1,2 Sekunden an Pro RSF. Dann 9 Sekunden zu Kesk. Kesk nur noch 2 Sekunden hinter Himbeere. Das waren mal 5. Ich habe ja gesagt, der Himbeere. Das wird eng. Ja, Kaliber auf 2, genau. Kesk 2 Sekunden noch auf Himbeere. Himbeere 7 Sekunden hinter Milo. Dann haben wir Milo 7 Sekunden hinter Pixi. Pixi 6,5 hinter Tobi. Tobi 8 hinter Adina. Adina 9 Zehntel hinter Excellent. Excellent 6 Zehntel hinter Kaliber.
Und vorne das Ding anführt ist Mayhem. 1,7 Sekunden hat er Vorsprung mit seinem Mazda. Also was für ein Rennen in der NSL Pro. Eins vom Allerfeinsten. Also es geht jetzt hier in die letzten zwei Runden. Exzellent, eine Sekunde dahinter. Das wird nichts. Die Reifen haben ihm leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Da ist wieder ein kleiner Rutscher raus. Aus dem zweiten Sektor. Und Mayhem 1,4 Sekunden noch hinter Vorsprung auf Kaliber. Excellent leicht am Rutschen jetzt. Adina, aber der hat auch noch viel mehr Sprit drin als Kaliber. Vielleicht mit Kaliber nochmal. Was ist denn mit Sprit hier? Da ist die Tanklampe angegangen. Oh, und hier ist noch weniger Sprit drin. Also für Kaliber vielleicht noch nicht alles, für Excellent noch nicht alles verloren, wenn hier dem Guten der Sprit ausgeht. Boah, da kommt ja auch weit raus. Excellent. Excellent kommt auf jeden Fall durch mit dem Sprit, da ist noch mehr als genug drin. Auch jetzt geht die Tanklampe an. Adinal BMW auch genauso viel Sprit. Und die 4 hier, 3,7 Sekunden auseinander nach 32 Rennrunden. Ja, Küstennebel. Mazda, Mazda, Benz, Z4. Dann kommt der Peugeot, dann kommt der Porsche. Schön durcheinander hier. Ja, und Excel muss aufpassen, Adinal kommt von hinten. Nürburgring-Pix, moin moin moin, mein Lieber. Er meint natürlich T49. So, wir gucken mal. An der Spitze, 1,6 Sekunden Mayhem vor dem Teamkollege. Da haben die beiden jetzt auch eine Sekunde Strafe für Kaliber. Das darf man sich keinen Fehler mehr erlauben. Excellent sieht das mit Sicherheit. Adina dahinter. Dann, wie gesagt, Tobi. Oh, Entschuldigung. Tobi auch der Tank leer. Bixi auch der Tank leer. Starkes Rennen von allen hier. Alle haben sich mal wohl eine Zeitstrafe eingehandelt. Oh, die letzte Runde für Himbeere wird richtig spannend. Cech ist dran. 1,1 Sekunde nur noch. Und er hat jetzt gerade erst die SS beendet, der Himbeere. Oh ja, Pro RSF auf der 10. Auch ein super starkes Rennen von ihm im Audi R8. Dann Bummel won. FRT Liman auf der 12, Nordpiefel Boom auf der 13 und der Killer Vito auf der 14. Zurück zur Spitze, die jetzt hier das letzte Mal auf die Gegengerade kommen. Und ich glaube, der gute Excellent kann sich Platz 2 abschminken. Ja. Also, das sieht nach einem Doppelsieg hier für LR aus. Für Mayhem und Kaliber. Mit dem Liqui Moly Mazda. Abstand 14 nur noch. Mayhem und Kaliber kommen jetzt hier zusammen ins Ziel. Wirklich ein traumhaftes Rennen von allen Personen. Alter Schwede, richtig geil. Glückwunsch an NLR, die ins Ziel kommen. Dann die beiden hier, 3 und 4, Excellent und Adina. Starkes Rennen von euch vielen. Echt Wahnsinn. Tobi auf der 5, unauffällig, konnte am Anfang den Speed mitgehen, musste dann aber ein bisschen abreißen lassen. Sehr unauffällig, auch der Pixie kaum nennenswert unterwegs gewesen, in irgendwelchen Zweikämpfen oder so, kommt ja auf der 6 ins Ziel mit nur 17 Sekunden Rückstand. Da haben wir Milo auf der 7, hat nochmal eine Strafe von 4 Zehnteln. Baut die natürlich ab. Glückwunsch zu Platz 7. Himbeere schafft es aber nur ganz knapp vor Kesk ins Ziel zu kommen. Platz 8 und 9. Und dann kommt schon der Pro RSF mit dem zweiten Audi 8. Auch ein starkes Rennen von ihm. Auf der 11 Boom and One. Auf der 12, dann der zweite Z4 von FRT The Man. 13 Norpti und dann 1,8 Sekunden hinter der Killer Vito. Also Glückwunsch an Mayhem, ohne Strafe durchgekommen. Starkes Rennen, Jungs. Alter Verwalter. Guckt euch diese Lackierung an. Ein Traum, wa? Glückwunsch. Unfallfrei, zwei Positionen nach vorne und das Ding gewonnen hier. Herzlichen Glückwunsch. Gucken wir uns das Ganze nochmal hier an, ne? Tobi Milo auch super gefahren. Ja, eindeutig. War ein starkes Rennen, also hat sich echt gelohnt, das Ding anzuschauen. Also, Mayhem gewinnt das Ding hier vor dem Teamkollegen im Kaliber, der aber hier eine souveräne Pole hingelegt hat. Und die schnellste Runde mit 51.116. Ja.
Knutzen, danke, Küstennebel. Ja, Empire of Man, gehen wir deine Runde lügen, wenn mich nicht alles täuscht. Adina auf der 4 hier, extra, wie gesagt, mit dem Podium, hat alles gegeben mit seinen Bands. Dann Adina auch eine starke Leistung auf der 4. Tobi im RCZ auf der 5, WSR Pixie auf der 6, im besten Porsche. Dann kommt Milo im zweiten RCZ. Die werden auf WSR dann ein bisschen wieder aufholen. Himbeere auf der 8 im zweiten Porsche. Die beiden R8 diesmal auf 9 und 10. Der beste BMW von Boom and One auf der 11. FRT Demand, der zweite Z4 auf der 12. Boom Nummer 2 MRN Normpli auf der 13. Und der Killer Vito für Rowe auf der 14. Ja, meine Lieben, herzlichen Dank. Ich wünsche noch einen wunderschönen Abend. Was für ein geiles Rennen. Ich hau jetzt hier wieder iRacing an. Skywinger, mein lieber Scholli, du hier. Ja, ich hau jetzt wieder iRacing an. Wer Bock hat, kann ein bisschen in unserem LMP2 zuschauen. Und danke für den Support. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten wunderschönen Abend noch. Mein Gott, hier. Immer gerne. Danke, Doktor, höre ich sehr gerne. Macht mir auch sehr viel Spaß. Und ja, ich gehe jetzt iRacing weiter gucken. Schönen Abend euch noch und danke für den geilen Stream. Ciao, ciao.